So, und wir kommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 9. Wir sind hier im Turm stehen geblieben. Wo ich jetzt immer wieder runterlaufe, weil ich dämlich bin. Ja, und guck mal, was uns hier noch so erwartet. Ein leerer Raum. Was uns hier im Turm erwartet, bitte lass es. Ach, falsche sind kein Problem. Ah, Peng tut Aua. Peng tut ganz doll Aua. Ja, Feuer ruhig an, dann kann ich dich töten. Muhaha. Aua. Mittlere Heilung. Danke. Haha. Jetzt bist du fällig. Oh, ich sehe gerade, meine MP sieht schon scheiße aus. Ich hoffe, der Boss, wenn es hier einen Boss gibt, der ist nicht so stark. Also, dass ich, oder dass ich mindestens habe, was meine Magie wieder heilt. Nee. Was ist das überhaupt? Haben wir die Rüstung schon mal? Wow. Die Rüstung macht aber gut Schaden. Du doofe Rüstung. Du bist nur eine Rüstung, also der Tod. Rüstungen dürfen nicht so viel Schaden machen. Was haben wir hier drin? Eiskristall. Büschel. Irgendwas mit Wolle. Nö, keine Lust auf dich, du hältst mich zu viel aus. Doch wahr. Oh, ich glaube, wir sind fast schon da, ne? Scheiße. Oh, ich hasse Magier. Wow. Oh. Ich hasse Magier unheimlich. Nicht geht über nervige Magier. Weil Magie macht immer so viel Schaden und das ist voll Käsekuchen. Ist hier eine Truhe versteckt? Nö, natürlich nicht. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch am Ziel, oder? Irgendwie was. Da ist eine Truhe, die will ich haben. Und ein Spiegel? Nee, ich würde gerne einmal bitte ins Gepäck. Normales. Muss ich einmal gucken. Starke Arznei. Engelsglocke halt ein Verbündeten von Verwirrung. Transfer mit Beute. So, Beute. Was? Wie viel gegen? Haben wir die alle gekauft damals oder was? Keine Ahnung. Bei Wasser. Mhm. Zauberwasser. Nehmen wir. Ja. Eiskristall. Die Kühe bringen Kulturkälte. Alchemie. Schade, kann ich leider nichts mit.
Wie ist das eigentlich mit der Alchemie? Wie geht denn das? Lernt man das immer noch oder? Hallo. Hi. O allmächtiger Born der Berufungen. O mysteriöse Macht, welche die Winde des Wechsels wehen lässt. Komm, komm jetzt zu. Hi. Wer wagt es, diese heilige Zeremonie zu unterbrechen? Aber wenn ihr das Ritual stören wollt, sind eure Mühen vergebens. Niemand kann sich dem Willen des Himmels widersetzen. Ich komme vom Himmel, also halt die Schnauze. Sie ist nun mal die Macht der höchsten Führung. Die Weisheit meines Schäfchen einzig entlang der hellsten Pfad zu leiten. Bitte verleiht mir Abduzius. Leit mir Abduzius von der alles neu Abtei. Noch größere Macht, um noch mehr verlorene Seelen zu retten. Erfüll mich jetzt damit. Weihe mich. Gewähre mir die Gabe der ultimativen Führung. No. Ja, ja, die Macht naht. Die möge mich verzehren. Aber was ist das? Was ist aus mir geworden? Was für eine grässliche Gestalt ist das? Bin ich jetzt etwa ein Monster? Ja. Diese Fässer, diese dunkle Macht, es ist nicht das, was ich gewünscht hatte. Das passiert halt, wenn man zu viel Macht fragt. Und dennoch, auch diese Mächte der Tyrannei und des Terrors können meine Schäfchen auf den rechten Weg bringen. Lucius war einmal, von jetzt an bin ich Luciferios. Und wer mich nicht gehorcht, wird meinen Zorn spüren. Schön, schön, du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich werde meine neue erworbene Kraft an dir ausüben. Also, wirst du mir erlauben, dir den Weg zu weisen, oder stellst du dich hier lieber den Konsequenzen deiner Weigerung? Ich hasse dich. Solange du dich nicht heilen kannst. Oh ja, du machst ja für dich so viel Schaden. Abwehrkraft steigt gewaltig. Haben wir meine Fresse. Wieso darf eigentlich immer zweimal angreifen? Wo haben wir Zauberwasser? Da kann ich einfach gleich wieder heilen. Ach halt Schnauze. Mittlere Heilung. Ja, greif mich an. Das ist mir scheißegal. Wie eine Bombe, ey. Du verdammtes Arsch. Lass meine Magie in Ruhe. Ja, ja, du kannst ruhig gerne draufhauen.
Oh, ich hasse das. Lieber mal einmal zu viel heilen. Vor allem, wenn er so einen Scheiß macht. Aber irgendwann dürfte er ja keine MP mehr haben, ne? Hoffe ich zumindest. Komm, jetzt heilen wir nochmal, damit er mir auch ja nicht erst auf die Idee kommt, mir meine letzte MP zu entziehen. Boah. Weil jetzt wird ihn rein gar nichts mehr nützen. Wenn er keine Magie mehr hatte, kann er noch normal draufhauen. Jetzt gib endlich auf. Ich bin besser als du. Du kannst nicht gewinnen. Ja, hier muss ich echt mein ganzes Gepäck mit einsetzen. Boah, der Boss ist... Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Jetzt sagen wir mal genug. Genug ist genug, du Spast. Ey. Verdammt, hätte mehr Heilsachen mitnehmen sollen. Ja, ich werde den Kampf verlieren, weil ich nicht genug Heilsachen habe. Und er fiel einfach zu viel MP. Da ich mal einen übelst geilen Treffer. Ja. Mit zu wenig MP kann ich nicht wirklich was damit anfangen. Fick dich. Du verdammter Spast. Ich brauche genug Heilsachen für den Boss, definitiv. Weil sonst bringt es mir rein gar nichts. Da er mir immer die MP entzieht, brauche ich definitiv genug zum Heilen. Wo konnte man jetzt Gegenstände kaufen? Ja, ja, ja. Nein. Na, ja, Heilkraut an sich zu wenig. Ja, auch wenn ich nicht so viel brauche, kann man irgendwie Magie hier einsetzen? Wie macht man hier Alchemie? Gepäck. Normales. Heilkraut. Das ist gerade mal. Wollen wir mal gucken? Naja, das ist einfach nur Monster. Gegenstände. Naja, das wird mir gerade rein gar nichts. Kann man überhaupt irgendwie was mit den Gegenständen anfangen? Du da. Kannst du irgendwie Weissagung wieder auferstehen, Läuterung, Segen?
Wow, wo ich noch viel erfahren konnte. Das ist ganz scheiße. Ich brauche irgendwie eine Möglichkeit. Hier am besten, wie ich ganz viel Schaden reinhaue. Nein, falsche Taste. Gepäck. Normales. Ja, erstmal weg. Aufräumen. Ach Scheiße, jetzt habe ich kommen. Ja, das bleibt mir noch übrig. Ich bin gerade echt überlegen, wie mache ich das jetzt am besten. Weil ich brauche ja an sich mehr Heilsachen. Deswegen. Oh, Wirbel schon, ich kann mal noch nicht. Ja, nette Feder. Oder hat man die schon? Ich will eigentlich sagen, vom Level her sollten wir stark genug sein, aber das Problem wird wahrscheinlich eher sein, dass er mir immer die MP entzieht. Und wenn ich jetzt übrigens eine Fähigkeit hätte, was ihm massig Schaden machen würde. Weg da. Oh ja. Blöd, Mann. Ich brauche definitiv genug Sachen zum Heilen. Weil. Oh, Vieh, du stehst mir im Weg. Toll, war ich beim Boss und der macht mich voll platt, ey. Eigentlich mehr zum Heilen hatte. Das fand ich nicht nett. Ich war gerade da, AMW, du lässt mich hier nicht rein. Die Gegner muss ich jetzt definitiv ignorieren. Oh, ich bin ein Trottel. Ich dachte, ich soll die Gegner grün und laufe ich genau rein. Weil ich denke mal, leveln für den Boss muss ich nicht. Dafür sollte ich eigentlich stark genug sein. Aber ich sollte gucken, dass ich ja ganz schnell wie möglich wieder hinkomme. Ne, der hat da nichts, schade. Einmal außenrum. Schütze Koski. Ne, Magierpilz habe ich keinen Bock drauf. Der geht halt. Scheiße. Gekonnt ausgewichen. Ihr kriegt mich nicht! Aber weil zu schwach bin ich definitiv nicht. Wow. Das nenne ich Glück. Und dann sind wir auch schon wieder da. Schicken da. Alter, die Inschrift. Begib dich ins Leichtfett. Nicht gleichfertig auf dem Pfad.
Eine Neuberufung, einmal gewählt, wird die sich dein Leben fortan bestimmen. Ja, wie auch immer, was da stand. Auf jeden Fall war das wieder mal Dragon Quest 9 Hüter des Himmels. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und dann hoffe ich, treten wir diesen Typen endlich in den Arsch. Also bis dann. Tschüss.